Hallo Leute und herzlich willkommen zur allerersten Folge auf meinem Kanal von einem bzw. mit einem neuen Projekt. Und zwar nennt sich das ganze Projekt Relay Race. Vielleicht kennt ihr das Ganze. Wir spielen mit 7 YouTubern auf einer Minecraft-Map im Singleplayer. Und diese Map baue ich heute. Dann gebe ich die Map weiter an den nächsten und der baut dann seinen Teil. Und dann geht das immer so weiter, bis die Map dann irgendwann wieder bei mir ankommt. Also, da gibt es auch noch ein paar Regeln zu. Die muss ich mir mal ganz kurz durchlesen. Und zwar ist das Unterhalten der Teilnehmer findet nur über Schilder statt. Da stehen nämlich schon Schilder, die werde ich mir gleich auch noch durchlesen. Kein Trollen, Ausloggen unter Wasser etc. Also ich darf mich nicht ausloggen und einfach die Map weitergeben, weil sonst stirbt derjenige nach mir. Und zwar wäre das der 3L-Play. Genau, der 3L-Play. Dann kein Cheaten. Nur wenn möglich hier ausloggen und weitergeben. Nur wenn möglich Inventar in die Kisten. Fertige Quests müssen von der Wand abgebaut werden. Da sind sogar noch Ziele. Alter, was ist da los? Das wusste ich gar nicht. Ein Starterhaus bauen. Das ist fertig. Glaube ich zumindest. Ich habe keine Ahnung. Ein Lager bauen. Nein, wenn das fertig wäre, dann wäre das Schild weg. Genau. Ein Enchantment Table craften. Alter, Pixel, was hast du geschafft? Pixel hat die Map übrigens als erster gespielt. Die Folge ist am Samstag erschienen, also gestern. 20 Diamanten farmen. Junge, was für Ziele. Und eine Farm bauen. Okay, so, bau bitte das Haus draußen weiter. Inventar in der Kiste. Okay, Inventar, Inventar und noch mehr Inventar. Da sind ganz viele Schilder. Da ist Inventar. Hahaha! Okay, ja, ich sag nochmal ganz kurz, wer alles da mitmacht, damit ihr überhaupt Bescheid wisst. Und zwar, ihr seht ihr sowieso nochmal in der Beschreibung, DestinyCraft, Let's Game Your Play, Austria-LP, Pixel-Architekt, meine Wenigkeit, der Zander-LP, 3L-Play und Mr. Gamecraft. Vielleicht kennen ihn einige noch, der hat damals die Apokalyptica-Story gemacht. Und ja, so, der Seed sieht schon mal geil aus. Die Stelle sieht schon mal geil. Guck mal, sofort ein NPC-Dorf. Wie dreist ist das denn? Okay, gut. Wir gucken mal, dass wir jetzt hier in der Zeit, wo wir jetzt hier sind, noch ein bisschen was geschafft bekommen. Nur womit fangen wir jetzt an? Das ist gar nicht so einfach. Ich würde sagen, als allererstes müssen wir erstmal gucken, dass wir ein bisschen Cobblestone bekommen. Ich würde sagen, da besorgen wir uns mal ein bisschen was da hinten, weil da hinten war ja schon... Und wir haben schon eine Farm gebaut. Da ist eine Farm. Die gehört jetzt uns ganz alleine. Okay, gut. Ich besorge einfach mal ein bisschen Cobblestone. Ich weiß, es ist dreist, einfach hier Wohnhäuser abzureißen. Aber im Grunde ist es mir scheißegal. Weil unser Boden muss fertig werden. Und, nee, scheiße. Eigentlich könnte ich eine Mine bauen. Das wäre eigentlich, glaube ich, intelligenter, als hier so Häuser die ganze Zeit abzureißen. Vor allen Dingen macht es die Landschaft ein bisschen kaputt. Ich glaube, dass euch das auch besser gefällt. Keine Ahnung. Und übrigens, ich habe schon ewig kein Singleplayer-Let's Play mehr gemacht. Also wirklich, die letzten Let's Play-Projekte waren wirklich immer nur mit irgendwelchen Leuten zusammen, was ich gar nicht so schlimm finde. Euch macht es ja auch ziemlich viel Spaß. Aber ich habe gedacht, der Pixel, der kam zu mir und sagte, hey Zander, wie sieht's aus? Hast du mal Bock und so? Das ist bestimmt voll geil, wenn wir das alle so zusammen machen und so. Und dann habe ich gesagt, yo, du hast voll recht und so. Da mache ich wohl mit. Nee, und das ganze Projekt schien mir einfach cool. Ich habe das schon mal gehört. Und dass das andere YouTuber gemacht haben, das ist schon ein bisschen länger her. Aber ich habe mir gedacht, scheißegal, es macht bestimmt Spaß, vielleicht macht es euch auch Spaß. Ihr könnt es natürlich mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da überhaupt Bock drauf habt auf so ein Projekt. Ich werde zwar nicht aufhören, aber trotzdem würde mich das einfach mal interessieren, was ihr so von dem Projekt haltet. Und warum regnet es eigentlich? Mann, ist das ätzend. Das ist richtig ätzend. Hier noch ein bisschen Holzfarm. Das Schlimme ist ja, man hat immer nur 15 Minuten Zeit. Das heißt, in diesen 15 Minuten muss man auch wirklich was auf die Kette bekommen. Weil sonst ist irgendwie scheiße. Und der Pixel, der hat wirklich viel geschafft. Wenn ich mal überlege, was ich alles an Werkzeugen hier gerade habe. Und der hat nur eine Folge gespielt. Alter Schwede. Dafür bin ich gerade richtig ranzig unterwegs. Oder die... Nee, die Werkzeuge, die gab es vorher schon. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Pixel die Sachen schon alle erfarmt hat. Wo hat der das ganze Eisen her? Das wäre ein bisschen krass. So. Blöcke sind abgebaut. Und dann würde ich sagen, renne ich jetzt mal ganz schnell zurück. Hier ist so ein kleines Loch, da ist wahrscheinlich später früher mal eine Bombe drin explodiert oder so, so wie das ausgesehen hat. Wie bauen wir das Haus denn? Das ist wirklich... Boah, es regnet, es geht mir so auf den Senkel mit dem derb doofen Regen. Mega mies. So, ich baue erstmal den Boden hier zu Ende. Aus Cobblestone. So, und dann hätten wir das schon mal. So, dann würde ich sagen, gehe ich mal ganz kurz nach da hinten und guck mal, ob ich irgendwie noch was besorgen kann. Vielleicht sind da hinten noch ein paar Schafe, das wäre ziemlich geil. Um einfach hier, wie heißt es?
sich ein Bett zu bauen, weil wenn ich mich dann hinlege, dann ist auf jeden Fall das Wetter schon mal besser. Viele schreiben jetzt wahrscheinlich, ey, warum machst du nicht einen Toggle Downfall und so? Ja, ich spiele aber doch gar nicht mehr auf dem Server. Nein, da ist ein Creeper! Scheiße! Junge! Wie er Slalom läuft. Oh, oh. Okay, gut. Das ist jetzt halt mal so passiert. Das hat keiner gesehen. Boah, wie es übelst regnet. Da ist noch ein Zombie. Haben wir Fackeln? Yeah, 3 Stück. Guck mal. Junge, da ist noch ein Creeper. Ah! Und ein Skelett! Junge! Chillt doch mal. Was ist denn los mit euch? Yeah, Massenvernichtungswaffe, Creeper. Junge. Boah, wie die mir auf den Sack gehen. Kommen die da auf einmal alle an? Ich glaube, der Nächste, der hingeht, der lacht sich kaputt, ey. Der denkt sich bestimmt auch, was ist denn da los? Woher kommen die ganzen Löcher hier? Da hat der Zander bestimmt wieder richtig Scheiße gemacht. Ich bin mal gespannt, was ich mir für einen Ruf erarbeite in der ganzen Geschichte hier. Weil eigentlich sind das ja alles Let's Player, mit denen ich noch nichts zusammen gemacht habe. Mit dem Let's Game Your Play habe ich mal einmal kurz was gemacht. Das war so ein kleines Projekt. Und mit dem Pixel-Architekten natürlich viel gemacht, weil der Pixel und ich ja uns sehr, sehr gut verstehen. Und der Pixel und ich haben hier auch schon Hunger Games und so zusammen gespielt. Das war auch eine ziemlich geile Sache. Das Video ist auch bei euch gut angekommen. Deswegen, der Pixel ist wirklich ein cooler Typ. So, jetzt möchte ich aber nicht so lange vom Pixel reden, weil ich bin ja sowieso viel cooler als der. Oh, da muss ich ein bisschen husten. Ja, ich würde sagen, wenn wir keine Schafe finden, dann finden wir keine Schafe, dann finden wir wenigstens ein paar Kürbisse. Das ist auf jeden Fall schon mal eine geile Sache. Yeah, da kann ich mir gleich Kürbis aufziehen hier. Yeses. Scheiß auf den Helm. Kürbis ist viel cooler. Oh nein, Kürbis ist nicht viel cooler. Alter, das geht ja gar nicht. Junge, du siehst ja gar nichts dadurch. Hallo. Okay, gut, komm, scheiß drauf. Wir machen das mal wieder rückgängig hier. Jetzt habe ich 2 Pumpkins. Ich soll das Haus weiterbauen. Ja, schön. Ich suche erstmal Wolle für ein Bett. Warum gibt's hier keine Tiere? Mega mies. Es gibt wirklich keine Tiere. Was? Ist das... Ach so, nee, das ist der Spawn. Ich wollte schon sagen, Junge, das Haus ist doch viel zu groß. Das hat der Pixel doch nie gebaut. Aber das hat er, das ist ja, stimmt ja. Ja, ich muss mich jetzt erstmal einfinden. Die erste Folge ist so ein bisschen zum Einfinden, glaube ich, ganz cool. Da kann man mal ein bisschen gucken, was hier so auf dem Seed so los ist. Da hinten ist sogar ein Dschungelbiom. Haha, geil. Ha, sehr cool. Ja, ich würde sagen, ich baue jetzt einfach mal hier so ein bisschen weiter. Natürlich jetzt nicht mit Dirt, das wäre ein bisschen ranzig. Und dann gehe ich einfach mal hier hin und trage erstmal diesen Huckel hier ab. Der ist nämlich ein bisschen ätzend. Direkt so neben der Bude. So einen kleinen Garten könnten wir eigentlich, aber warum baut der eigentlich das Haus hier so an so eine doofe Stelle eigentlich? Hier sind so geile Stellen und er baut es dahin. Naja, okay, gut. Ich schließe mich der Meinung jetzt mal an. Der Pixel hat sich vielleicht irgendwas dabei gedacht. Das ist ja das Lustige. Einer denkt sich was dabei, aber der Nächste weiß es gar nicht. Ich schreibe ja nicht einen halben Roman auf so ein scheiß Schild. Passt ja gar nichts drauf. Ich weiß gar nicht, 32 Zeichen oder was? Keine Ahnung. Ich hab's noch nie gezählt. Eine Sonnenblume. Bei Regen. Passt gar nicht. Boah, und irgendwie, das ist so nervig, dass der Regen nicht einfach mal nach einer kurzen Zeit aufhört oder so. Das ist echt so mega ätzend. So, ich gehe jetzt mal kurz in das Haus und baue erstmal eine kleine Kiste, wo ich mal so ein paar Sachen zwischenlagern kann. Ich weiß... Ach, was mache ich denn? Ihr lacht euch wahrscheinlich kaputt. Dürft ihr auch. Ist euch gestattet. Guck mal, da haben wir mehr Holz. Oh, wow. So. Zack, da habe ich 2 64er Stacks. So, und dann würde ich sagen, gehen wir mal ganz kurz nach draußen ein bisschen. Und bauen hier so ein kleines, bauen wir den Vordach hin? Nee, warte mal, da brauchen wir noch Zäune für. Haben wir sogar noch. Geil, wir haben noch Zäune. Juhu. Dann würde ich sagen, machen wir mal so, dass wir so einen kleinen, obwohl, irgendwie sieht das ranzig aus. Keine Ahnung. Ich baue das einfach mal. Was ist das? Warum verbinden sich auf einmal die Zäune? Hört auf damit. Ich mache das jetzt mal einfach so, ganz stumpf. So, das sieht echt ranzig aus. Mega ranzig. Ich bin mal gespannt, wie das so ankommt hier, was ich hier gerade so baue. Und ich muss ja gleich noch Schilder schreiben. Ach scheiße, warte mal. Nein, warum?
Oh, das ist ätzend. Obwohl, das sieht gar nicht so schlecht aus. Das können wir eigentlich so lassen. Oh, oh. Jetzt kommt auch noch Gewitter. Scheiße, ich hoffe, ich zünde dir nicht das Holzhaus an. Alter, chill mal! Warum regnet das denn jetzt immer noch? Und warum ist Gewitter? In der ersten Folge, Mann. Das ist doch scheiße. So, zack. Jetzt haben wir so schon mal und dann kommt... Da. Oh, geil, hat sofort geklappt. So, jetzt haben wir so ein kleines Vordach hier. Was im Grunde gar nicht viel bringt, aber hier ist schon mal trocken. Dann kann man so rausgucken. Hallo. Und vielleicht so eine kleine Safe Zone wäre ziemlich nice. Wenn man so rausgeht und dann steht da... Junge, warum ist hier... Warum rastet der Creeper denn? Ach, der Enderman so aus. Ey, warte mal, sind eigentlich in so NPC-Dörfern Betten? Das wäre natürlich jetzt richtig fett, wenn da so ein Bett drin wäre. Muss man ganz schnell abchecken gehen. Vielleicht hat der Pixel noch gar nicht so viel geguckt. Oder vielleicht hat der Pixel einfach nur ganz dreist ein Haus von denen umgebaut. Wow, Alter. Ein Huhn. Ich habe mich jetzt, ohne Witz, ich habe mich jetzt so erschrocken, dass da auf einmal so ein Ding um die Ecke gekommen ist. Da ist eine Spinne gewesen. Hier ist schon mal nichts drin. Obwohl, es kann natürlich sein, dass in der Schmiede hier Eisen drin war und dass der Pixel davon die ganzen Werkzeuge gebaut hat. Das kann natürlich sein. 9 Brote. Ja, ich denke, er war schon mal hier. Das heißt, im Grunde wird es wahrscheinlich keine Spinne hier geben. Ja, chill mal, chill mal. Hier wird wahrscheinlich dann auch nichts mehr sein. Nee, okay. Boah, warum? Hier ist eine Kiste, da ist auch nichts drin. Toll. Ey, echt super. Hier. Ich brauche einfach nur ein Bett. Hier gibt's... Ich wusste doch, dass ich in der Singleplayer-Welt bin. Warum erschrecke ich mich trotzdem so? Da ist ein Creeper. Er hat mich schon lange gesehen. Toll. Tolle Polle. Und es regnet immer noch. Leute, es tut mir so leid, dass es regnet, aber ich kann es leider nicht abstellen. Und da ich kein Bett habe und irgendwie in Minecraft es nie aufhört zu regnen. Boah, wäre das scheiße gewesen. Junge, wäre das scheiße gewesen. Das wäre so scheiße gewesen. Wenn jetzt der Creeper explodiert wäre. Es hat aufgehört zu regnen. Es hat aufgehört zu regnen. Es hat aufgehört zu regnen. Ich muss doch ein Brot essen. So, und irgendwie kriege ich nichts auf die Kette, weil ich einfach überhaupt gar keine Basis habe bei diesem Haus. Das Haus ist einfach nur ranzig. Das Haus ist einfach viel zu klein. Um mir was will er hiermit bezwecken? Ich verstehe das nicht. Ich habe keine Wolle. Ich kann nichts machen hier. Ich kann echt nichts machen mit dem Haus. Ich weiß überhaupt gar nicht, was der hier will von mir. Warum macht er sowas? Soll ich hier mal einfach eine Erweiterung? Ich baue hier einfach mal eine Erweiterung dran, so ganz stumpf. So, ach, obwohl, warte mal, ich könnte einen Lagerraum bauen. Den könnte man von innen. Ne, warte mal, ich baue hier einfach eine Erweiterung dran. Wie mache ich das denn? Am besten mache ich das einfach mal ganz stumpf so. Einfach mal breiter bauen. Boah, Alter, diese scheiß Grasdinger hier. Mein Gott, das kann einem ja richtig auf den Senkel gehen. So, warte mal, wie viele Blöcke haben wir denn jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5. Warte mal. Von dem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, dann machen wir das gleiche hier auf der Seite auch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Ich muss mal ganz kurz gucken. Oh, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Eine Minute noch. Nein! Oh, Junge! Hau ab hier! Und du auch! Lass mich alle in Ruhe! So, hier, Gras weg damit. Und dann bauen wir es mal ein bisschen breiter. So. Eigentlich ist das noch richtig klein. Eigentlich ist das viel zu klein. Ich glaube, das muss größer. Ich baue immer in ganz anderen Dimensionen, weil dieses Haus, das ist gut, klar, du kannst da drin chillen und so, aber du kannst da drin sonst nichts machen. Und da ich ja noch nicht mal Wolle finde hier, weil einfach es übertrieben viele Monster gibt, aber nicht ein einziges Schaf. Und irgendwie die Grasdinger mir so derbe auf den Senkel gehen. Geht mir gerade mega alles auf den Sack. Boah, ist das schlimm. Oh Gott. Oh Gott, das wird noch passieren. Weg hier! Weg! Weg! Und du auch. Hau ab hier. Junge, lass mich in Ruhe. Okay, So, jetzt mache ich einfach mal ganz stumpf hier weiter.
Ich verstehe es gar nicht. Normalerweise baut man ja auf Grashalme drauf. So, ich baue mal einfach jetzt so hier eine Erweiterung dran. Und dann bin ich mal gespannt, wenn ich in der nächsten Folge hier bin, was dann so passiert. Natürlich war die Folge jetzt nicht so der Oberburner, weil einfach die ganze Zeit es geregnet hat und ich nichts machen konnte, weil hier keine Schafe gekommen sind. Und wo ist der Spawnraum? Den muss ich jetzt nochmal ganz kurz suchen. Der muss hier irgendwo sein. Da ist er! Yay! Super, so, dann gehen wir mal ganz schnell zurück. Ich habe ein bisschen Ressourcen gesammelt und den Boden habe ich fertig gebaut. Ich habe den Boden fertig gebaut. Yay! So, mein Inventar räume ich mal ganz schnell hier rein, denn wir sind jetzt schon wieder am Ende der Folge angekommen. Also wie gesagt, es wird natürlich hier noch Folgen geben, wo es richtig abgehen wird. Wo wir auf jeden Fall, denke ich mal, eine Menge Spaß noch haben werden. Aber diese Folge war halt so ein bisschen Kennenlernen der Map und sowas alles. Und ihr könnt ja einfach mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr so von dem Projekt haltet. Ich würde sagen, viel Spaß beim... Oh, warte mal. Aas? Kann man das... Warum geht kein scharfes S mehr? Okay. Viel Spaß beim Lagerbau. Sag mal... Ey, warte mal. Ach, das geht nicht. Das passt nicht. Sagt mal Lagerregal rückwärts. Das ist lustig. Vielleicht kennen das ja einige von euch. Ihr müsst es aber aufschreiben. Lagerregal aufschreiben. Und dann müsst ihr es sofort rückwärts vorlegen, lesen. Also die meisten Leute lachen dann. Viel Spaß beim Lagerbau. Sachen. Ne, warte mal. Ach, keine Ahnung. Liebe Grüße, der Zander-LP. Haha, so. Ja, ich würde sagen, damit sind wir eigentlich mit der Folge schon fertig. Und die Map wird jetzt weitergeschickt an den 3L-Play. Und dann bin ich mal gespannt, was das nächste Mal hier so auf der Map alles passiert ist, wenn ich die Map wiederbekomme. Ihr könnt natürlich bei den anderen weitergucken, wenn ihr Lust habt. Das wird jetzt morgen dann bei 3L-Play hochgeladen. Am Montag. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.